Sind die Dinge an den Aktienmärkten aus dem Ruder gelaufen? Warren Buffett und Berkshire Hathaway haben am Wochenende gesagt, ja, das ist der Fall, weswegen wir im dritten Quartal nichts gekauft haben, sondern nur verkauft haben. Und Warren Buffett respektive Berkshire Hathaway haben auch klar gemacht, also wir kaufen dann wieder eigene Aktien zurück, sogenannte Buybacks, wenn die Bewertung wieder okay ist. Mit anderen Worten, Warren Buffett und Berkshire Hathaway sagen selbst, dass die Berkshire Hathaway Aktie zu teuer ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das zumindest ist die indirekte Message und das gilt offenkundig für den gesamten amerikanischen Aktienmarkt, weswegen eben Warren Buffett nichts gekauft hat im dritten Quartal, weswegen er natürlich auch oder ihm wahrscheinlich Gewinne entgangen sind. Aber klar, jetzt ist erstmal die US-Wahl im Fokus, Nervosität, was wird das bringen? Wird das ein Ergebnis, mit dem alle leben können, weil es einigermaßen eindeutig ist, oder wird das schwierig? Ich werde gleich zeigen, was die größte Gefahr ist für die Aktienmärkte und vielleicht auch die größte Chance. Aber starten wir zunächst mal mit dem guten Warren Buffett. Hier diese F13-Filings. Und hier sehen wir null gekauft, aber Positionen verkauft. Bank of America Positionen massiv verkauft, wieder Apple massiv verkauft. Und das in einem Umfeld, in dem er immer mehr Cash aufgebaut hat, der gute Warren Buffett. Wir sind jetzt bei 325 Milliarden Dollar hat man in Cash, weil man sich offenkundig sagt, naja, wir finden nichts, was irgendwie einigermaßen vernünftig bewertet ist. Und diese 325 Milliarden Dollar, die würden reichen, um alle 50 Firmen des MDAX zu kaufen und noch Adidas oder Infineon dazu. Das heißt, der gute Star-Investor Buffett könnte im Prinzip die zweite Bundesliga des deutschen Aktienmarkts mal komplett aufkaufen mit dem, was er da irgendwie an Cash rumliegen hat. Und diese Cash-Position, die steigt immer weiter. Und das ist aus meiner Sicht schon eine ziemlich klare Botschaft. Und die Botschaft lautet eben auch, Aktien sind zu teuer. Wir sehen hier diesen Buffett-Indicator, also praktisch die Relation zwischen Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes in Relation zur Wirtschaftsleistung, also dem BIP der USA. Und da sind wir jetzt nur einmal höher gewesen. Das war praktisch in Corona, als die Fed die Zinsen auf null gesenkt hat, Quantitative Easing betrieben hat. Jetzt kommt jemand wie Mr. Parrots, der sagt, naja, aber guckt euch die History mal an. Wir hatten zum Beispiel Situationen, wo Buffett sehr stark in Cash war und dann die Märkte eine sehr starke Performance gemacht haben, zum Beispiel Ende 21. Ja, aber dann war es eben Anfang 22 aus mit dieser Rallye. Dann hat ja Anfang 22 die Fed im Fed-Protokoll gleich am 3. Januar klar gemacht, wir werden die Zinsen anheben, und dann war der Bullenmarkt vorbei. Dann ging es 22 weitgehend nur noch bergab bis ins Jahr 2023 hinein, und jetzt versucht die Fed ja die Zinsen zu senken, versucht also wieder so ein bisschen die Finanzkonditionen zu lockern. Wird das verhindern, dass wir schwierige Märkte sehen? Möglicherweise, aber schauen wir uns erstmal an, vor allem was der gute Warren mit Apple gemacht hat. Weiter Positionen deutlich abgebaut. Hier schreibt ein Twitter-Account, Buffett ist so bärisch, wie man überhaupt es sein kann. Er verkauft Aktien, versucht Cash reinzuholen oder in Cash zu gehen. Er vermeidet Buybacks. Er macht sich bereit für einen Bärenmarkt, und das kann man so interpretieren. Wir kennen die Motivation nicht wirklich, aber klar, es könnte sein, und das sind Spekulationen, dass der Tod von Charlie Munger dazu ein bisschen beigetragen hat, der möglicherweise ein bisschen mehr Apple-affin noch war, aber dass man hier ein Unternehmen abbaut, das sehr sportlich bewertet ist und im Grunde seit zwei Jahren stagniert, ist dann doch nicht so überraschend, vor allem vor dem Hintergrund, dass Apple ja vor allem seine eigenen Aktien zurückkauft, sodass eben dann der Free, also praktisch die Anzahl der Apple-Aktien, die überhaupt handelbar sind, natürlich immer weiter zurückgeht. Man hat jetzt in den letzten 10 Jahren, sage und schreibe, 655 Milliarden Dollar zurückgekauft durch Apple. Das ist mehr als 490 Firmen im S&P 500 an Marktkapitalisierung haben. Also das ist so eines dieser Muster an der Wall Street. Du kaufst deine eigenen Aktien zurück, dadurch steigt natürlich latent der Preis für die einzelne Aktie, weil schlichtweg weniger Aktien am Markt sind, was die einzelne Aktie dann tendenziell wertvoller macht. Das ist das,
was Warren Buffett ja auch propagiert hat lange Zeit, aber jetzt offenkundig schwierig findet. Und das vor dem Hintergrund, dass jetzt seit 12 Monaten der S&P 500 mal eben um 40% gestiegen ist. Das ist der größte Zugewinn in den letzten 12 Monaten, den der S&P 500 seit dem Jahr 1954 gemacht hat. Und ich glaube, der Index wurde da erst eingeführt. Also der S&P 500 ist ja jetzt der Leitindex schlechthin in den USA, weil der Dow Jones preisgewichtet ist. Im Grunde eine Aktie, die $200 kostet, doppelt so stark gewichtet ist wie eine Aktie, die $100 kostet, egal wie die faktische Marktkapitalisierung ist. Also wir sehen eine Rekord-Rally und sehen eine Nvidia, eine Microsoft, also vor allem die Tech-Werte sind es gewesen, die das Ganze nach oben gezogen haben. Wenn wir uns mal anschauen, was macht denn jetzt der gute Warren Buffett mit diesem Geld, mit diesem Cash? Liegt das irgendwie irgendwo rum? Nein, es ist nicht auf dem Konto. Als Bargeldbestand könnte man sagen, oder als Sichteinlage, wie es auch heißt, sondern der gute Warren Buffett legt das in T-Bills an, also in kurzlaufenden Staatsanleihen. Und dafür kriegt er derzeit mehr als 4%. Und das bedeutet, dass er jeden Tag $35 Millionen dadurch erwirtschaftet, dass er einfach nur in kurzlaufenden T-Bills, das sind oft dreimonatige Anleihen, die dann sozusagen wieder glattgestellt werden können. Also hier sehen wir, dass das eben praktisch eine Umverlagerung von Aktien in Anleihen, in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit ist. Und hier unten sehen wir mal, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, wie stark sich diese Position aufgebaut hat. Die hat sich mehr als verdoppelt seit Ende des Jahres. Das heißt, Buffett und Berkshire Hathaway sind immer stärker in diese Staatsanleihen gegangen, weil sie sagen, das ist safe, zumindest bei kurzlaufenden Anleihen, das ist sicherer als der Aktienmarkt, auch wenn eben dieser Aktienmarkt im dritten Quartal nochmal richtig hatte zulegen können. Aber das Fallpotenzial ist da. Wir sehen ja eine sehr bullische Stimmung. Wir hören von Analysehäusern, ja, 6.000 mindestens im S&P 500. Manche sprechen von 6.200, weil es kommt ja jetzt die beste Jahreszeit für die Aktienmärkte schlecht hin, eben diese Periode November bis eben dann ins Frühjahr hinein, und gerade nach Wahlen ist das ganze Jahr sehr positiv in der Regel, werde ich gleich nochmal in einem Chart zeigen. Aber wenn sich diese Formation, die wir hier sehen, ordnungsgemäß auflöst, dann könnten wir zu dieser Aufwärtstrendlinie zurückfallen, und das wären immerhin mal eben 11%, und eine 10% Korrektur haben wir ja schon sehr, sehr lange nicht gesehen. Untypisch, wie lange das schon her ist, dass wir eine große Korrektur gesehen haben. Und die Frage ist natürlich, was kann diese Korrektur auslösen? Wir haben auf der einen Seite den Fed Pivot, also die Wende der Fed. Und in drei der letzten 4 Wenden der Fed, also wenn man hergeht und jetzt die Zinsen senkt, statt sie anzuheben, haben wir ziemliche Turbulenzen an den Märkten gehabt. Der Grund ist einfach, weil eben die Wirtschaft schwächer geworden ist, was sie jetzt offenkundig auch ist. Aber wir sehen 1995, da war diese Dotcom-Euphorie schon da, die Internet-Euphorie schon da. Da war das nicht der Fall. Ist jetzt also eher 1995. Weil wir ein bisschen KI-Euphorie haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Oder sind wir jetzt eben in diesen Fed-Pivot-Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird? Diese Frage ist noch nicht zu beantworten. Aber was wir sehen, ist eben das größte Risiko jetzt kurzfristig aus meiner Sicht. Und das ist das, was eben passieren kann, wenn Trump und die Republikaner die Wahl sehr knapp verlieren sollten. Trump hat jetzt kürzlich gesagt, und zwar gestern, also ich hätte gar nicht aus dem Weißen Haus gehen sollen 2021, also mit anderen Worten, er hätte die Wahl nicht anerkennen sollen und das Weiße Haus verlassen sollen. Das ist praktisch die Ankündigung, naja, ich habe damals nicht verloren, und wenn ich jetzt bei dieser Wahl verlieren sollte, offiziell, also nach offiziellen Angaben verlieren sollte, dann werde ich das nicht akzeptieren, zumal die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass der Republikaner wahrscheinlich beide Kammern, nämlich den Senat und das Abgeordnetenhaus, gewinnen werden. Das Abgeordnetenhaus ist ja republikanisch, der Senat ganz knapp noch in Händen der Demokraten, nämlich mit einem Verhältnis von 51 zu 49 bei 100 Sitzen, aber es sind 5 Sitze, die wahrscheinlich an die Republikaner gehen. Einer ganz sicher wohl, das ist West Virginia.
Aber auch solche Bundesstaaten eben wie Montana dürften switchen. Da gibt es, Ohio könnte switchen. Das sind diese Bundesstaaten, die wahrscheinlich dann jetzt dafür sorgen, dass der Senat auch republikanisch wird. Und das würde bedeuten, dass der Einfluss der Republikaner zunehmen würde. Und wenn Trump allerdings die Präsidentschaftswahl verliert, also nicht Präsident würde oder in diesem sogenannten Electoral College nicht die Mehrheit hätte mit den Wahlmännern, dann bereiten sich die Anwälte von Harris schon darauf vor, wie man dem entgegnen kann. Nur ist eben das große Drohpotenzial, dass die Anhänger von Trump dann sagen, wir akzeptieren das nicht, auf die Barrikaden gehen, also praktisch wir etwas erleben wie damals am 6. Januar mit dem Sturm des Kapitols. Das wird schon so ein bisschen mental vorbereitet, hat man das Gefühl, weil eben die Republikaner, weil Trump überzeugt ist, ich müsste diese Wahl eigentlich gewinnen. Und da ist wahrscheinlich das größte Potenzial für Turbulenzen. Wir haben jetzt übers Wochenende Seltsames gesehen, nämlich plötzlich das Umswitchen der Wettenmärkte, die ja seit Oktober im Grunde Trump klar favorisiert haben. Und plötzlich hat Harris deutlich aufgeholt und Trump abgebaut. Und es gibt eigentlich keinen wirklich Erklärungsansatz, warum das so passiert ist. Da war jetzt nichts, wo man sagen könnte, na gut, da hat Trump einen Fehler gemacht oder da hat Harris etwas sehr, sehr gut gemacht. Also das ging sehr plötzlich. Und dann haben wir schon im asiatischen Handel gesehen, dass alles, was von Trump profitiert, nämlich Dollar, Kapitalmarktzinsen, also Renditen und Bitcoin dann gefallen sind und dann plötzlich wundersamerweise heute wieder jetzt das Auseinanderdriften auf diesen Wettplattformen. Wir sehen hier Predicted, zum Beispiel Pennsylvania, wie das wieder jetzt plötzlich auseinanderdriftet zugunsten von Rot, also zugunsten von Donald Trump. Was ist da los? Es wirkt ein bisschen merkwürdig, was da passiert ist, diese Bewegung. Und wir sehen auch auf Kalshi, eine Wettplattform, die nur Amerikanern zur Verfügung steht, dass da jetzt wieder die Dinge relativ klar Richtung Trump gehen. Also wir sehen also eine Marktbewegung, Dollar runter, Kapitalmarktzinsen runter, Bitcoin runter, die angeblich aufgrund dieser Wettplattform-Ergebnisse ausgelöst wurde, die aber jetzt revidiert sind. Aber wir sehen auf der anderen Seite nicht, dass der Dollar jetzt wieder steigt und die Kapitalmarktzinsen wieder steigen und Bitcoin steigen würde, sondern das bleibt so. Also schwächere Kurse bei diesen drei Assets. Aber wer auch immer jetzt diese Wahl gewinnt, eins scheint klar, die Schulden, die werden massiv nach oben gehen. Hier sehen wir mal die Schuldenzunahme der verschiedenen Präsidentschaftszeiten. Obama 9 Billionen, Trump 7 Billionen. Natürlich auch kürzerer Zeitraum und Biden 5 Billionen und jetzt nach neuesten Zahlen ist alleine jetzt gestern nochmal 104 Milliarden dazugekommen, sodass wir in den letzten 5 Wochen mal eine Schuldenzunahme von 655 Milliarden Dollar haben. Also wer auch immer diese Präsidentschaft gewinnt, es gibt gute Gründe zu sagen, das Schuldenthema wird weiterhin ein dominantes bleiben, weswegen die Kapitalmarktzinsen unterstützt sind, obwohl die Fed die Zinsen senkt. Die Fed senkt die Zinsen, die Kapitalmärkte sagen, könnt ihr machen, aber wir spielen jetzt mal das Gegenteil. Hier sehen wir übrigens die Verteilung im Abgeordnetenhaus nochmal. Da führen die Republikaner ja bislang oder haben die Mehrheit und das wird erwartet, dass sich das Ganze auch fortsetzt. Das würde bedeuten, dass selbst wenn Harris jetzt Präsidentin würde, dass sie wahrscheinlich gegen beide Kammern agieren müsste, die republikanisch dominiert sind. Das würde also für Harris dann so oder so sehr schwer werden. Dennoch, das, was ich vorhin angesprochen hatte, wir haben jetzt wieder auf den Wettplattformen eigentlich das alte Bild, Trump-Favorit, Harris eher Außenseiterin nach Stand der Meinungsumfragen oder Stand der Wetten zumindest, auch nach Stand der Meinungsumfragen oder der meisten Meinungsumfragen. Die beiden Institute, die 2020 am besten lagen, sehen Trump relativ klar vorne. Aber dennoch sehen wir, man ist jetzt rausgegangen, spekuliert nicht mehr auf steigende Renditen, was man lange gemacht hat. Man ist nicht mehr long im VIX, was man lange gemacht hat. Noch am Freitag hatten wir das höchste Put-Call-Ratio seit Mai 2022. Also starke Absicherungen, die wir hier gesehen haben. Hier sehen wir, dass die 10-jährige Anleiherendite mal eben um 8 Basispunkte gefallen ist. Großer Move und der VIX auch nicht gestiegen ist. Also da haben einige jetzt die Chips vom Tisch genommen und haben sozusagen den Trump-Trade wieder abgewickelt. Und Trump-Trade heißt nichts anderes als starker Dollar, steigende Renditen. Man erwartet jetzt am Wahltag oder nach der Wahl am Mittwoch
eine Bewegung von mindestens 2% bei den US-Indizes und dann kommt da am Donnerstag noch die Fed. Also das wird schon ziemlich turbulent werden. Im zweiten Teil zeige ich nochmal klarer, was profitieren dürfte, wo Schwierigkeiten auftauchen und diese Schwierigkeiten, die kann man im Bereich Tech lokalisieren und da gab es schon ziemlich schlechte Nachrichten und diese schlechten Nachrichten, die könnten sich nochmal potenzieren, vor allem wenn Trump ins Amt kommt, warum das so ist und was in Frankreich los ist, in China los ist, in Deutschland los ist, da gibt es sehr interessante Entwicklungen, die ich im zweiten Teil zeigen werde. Link wieder unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus, bis gleich.